So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch am Start. Ihr seht schon die Sub-Jacke. Ja, toll. Die ganze Zeit hier 40 Grad im Schatten, sonst was, aber ich muss das ja durchziehen. Ich habe das angefangen mit der Sub-Jacke mitten im Winter. Jetzt hat sich so lange gezogen. Zwar ich in München, da konnte ich eine Folge nicht drehen. Bin zurück jetzt mit der Sub-Jacke zum Sub-Test. Und wir sind hier wieder beim Restaurant Hibu House. Das seht ihr hier oben. Ist hier öffnet. Guck mal hier, das blinkt. Komischerweise, wenn ich hier gucke, ist das normal durchgehen. Wenn ich durch die Kamera gucke, flackert das die ganze Zeit. Wir haben genau noch zwei Subs vor uns. Wir haben heute das Hähnchen-Sub bestellt. Ne? Das heißt, nächste Woche der große Showdown mit dem Backfisch-Sub. Da bin ich mal gespannt. Das Angebot gibt es ja nicht mehr. Großes Sub zum kleinen Preis. Aber der Bino hat ja gesagt, wenn ich am Backfisch angelangt bin, kriege ich den trotzdem zum halben Preis noch so als Dankeschön, als irgendwas, als keine Ahnung. Und es ist gefühlt wirklich 40 Grad. Das glaubt man jetzt wieder nicht, weil die Sonne weg ist. Trotzdem, es ist gefühlt, es ist warm, ja. Sagen wir mal, es ist warm und ich habe die Jacke an und die muss ich auch beim Backfisch noch anziehen. Und dann kann ich irgendwann nackig hier rumlaufen und nackig Essen testen. Ich freue mich schon übelst auf den Double Mafia Burger auch und die Käsepommes nochmal dazu. Aber das ist wieder ein ganz anderes Kapitel. Jetzt erstmal Hähnchensub, melden uns gleich zurück, wenn wir das haben, wie das schmeckt, wie das aussieht. Und nächste Woche dann das große Finale mit dem Backfischsub. So, wir haben uns jetzt wieder hier hingepflanzt. Auf dem Markt ist schon wieder so viel Markttreiben im Gange. Deswegen sitzen wir jetzt hier hinterm Markt, ne? Wo man sich einfach total vereinsamt vorkommt und gar keinen, dann isst man aus Frust, genau. So schaffe ich auch gleich beide mit einmal zu essen, aus Frust, so muss das sein. Das ist jetzt hier die 43, sieht aus wie ein Knallbonbon. Das ist wie immer ein Brötchen, ne? Zwei Brötchen, ein halbes ist einfach eins und ein ganzes ist, sind halt zwei. Kennt ihr ja, habt ihr ja schon zu Genüge gesehen. Ich habe das jetzt lange nicht mehr gemacht. Bin jetzt ein bisschen eingeschüchtert. Nein, alles gut. Wir packen das mal hier aus. Wie gesagt, es gibt das Truthahn-Sub, das ist das kalte. Und es gibt das Hähnchen-Sub, das ist das warme. Mal schauen, ob die Sonderwünsche berücksichtigt wurden. Ich habe zwar das Hähnchen kann ruhig ein bisschen scharf sein. Da können die ruhig auch noch ein paar Jalapenos draufknallen. Also Jalapenos, man muss es ja so aussprechen. Jetzt haben wir das hier ausgepackt. Jetzt ist die Sonne wieder. Da seht ihr das Objekt der Begierde. Da sieht man schon den Käse, Toastkäse oder wie auch immer. Wir klappen es mal auf und ihr habt hier Hähnchenstreifen, Hähnchenfleisch. Ihr habt Tomaten drauf, ihr habt hier Gürkchen drunter. Ihr habt hier diese Jalapenos dabei. Muss mal meinen Kopf hier aus dem Dings nehmen. Ja, das macht jetzt halt überall Schatten. So, ihr seht auf jeden Fall, das sieht saftig aus. Und da ist auch so eine Soße drauf. Sieht aus wie so eine leichte Sweet Onion, Süß-Sauer-Soße, ich weiß nicht genau, aber das wird auf jeden Fall gut dazu passen, so eine leicht süßliche Note da dazu zu haben. So, packen wir es jetzt wieder hier hin. Das packen wir jetzt wieder hier drauf. Zwiebeln sehe ich auch. Unten drunter ein Fitzelchen Salat, damit es auch schön gesund ist. Beißen wir mal rein, ganz herzhaft. Schon ewig nicht mehr gehabt, ewig nicht mehr gegessen. Wie gesagt, war in München. Da habe ich das ausgesetzt, habe die München-Sachen alle erstmal hoch. Aber jetzt geht's weiter mit Restaurant Hibu House. Da gibt es noch einiges zu entdecken. Ja. Wenn ihr gerne Broiler isst, immer die Haut abzieht und dann immer das weiße Fleisch rauspult. Das ist ja für manche das Beste, was es gibt. Und gut, andere sagen auch immer, die Haut ist das Beste. Ist auf jeden Fall auch richtig schönes, zartes Hähnchenfleisch, wie das weiße Fleisch vom Broiler. Das Brot hat immer noch, fällt immer wieder auf, wenn ihr das Brot beißt, dass das ein sehr besonderes Brot ist und auch irgendwie gleich so eine süßliche Gebäcknote aufweist. Kann vielleicht für einige gewöhnungsbedürftig sein, aber ich finde trotzdem, mir passt das so im Gesamten. Von der Soße habe ich jetzt noch nicht so viel. Hier fällt schon was raus. Ich beiß mir jetzt hier in die Mitte, wo die Gurken mich so anlachen und die Tomaten. Mmh.
Jetzt habt ihr richtig die Soße dabei gehabt. Und die Tomaten, die Gurken, alles was da drum rumgeflogen ist. Das kombiniert sich auf jeden Fall richtig gut. Hier oben hat sich jetzt noch Jalapeno hingeschoben. Wow. Passt auf jeden Fall auch wunderbar dazu. Also ich finde, die kalten Subs sind in Ordnung, wenn ihr da so Salami-Schinken irgendwas habt, aber so ein warmes ist nochmal eine ganz andere Note. Obwohl bei dem Wetter wäre wahrscheinlich auch das kalte Sub warm gefühlt. Finde ich also gut, reiht sich gut ein in den Rest. Passt dazu, das Döner-Sub hat mich richtig überzeugt. Das Schnitzel-Sub hat mich überzeugt. Das ist auch richtig genial und eins steht noch aus, wie gesagt, das Backfisch-Sub. Und da bin ich ganz besonders gespannt, vor allem was da für Soße drauf ist. Haben die da auch so Aioli-Soße drauf? Also so diese Knoblauch-Soße irgendwas zum Fisch dazu. Es gab ja damals beim Eismann immer diesen Aioli-Knusperfisch. Der war richtig genial. Oder wenn ihr irgendwo Backfisch oder so beim Weihnachtsmarkt euch gönnt, habt ihr auch meistens Remoulade da drauf, Remoulade oder andere Sachen. Das muss der unbedingt haben. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie da mit irgendwelcher süßsaurer Soße ankommen oder irgendwelchen anderen Sachen, sondern dass da eher Remoulade oder so Aioli-Creme irgendwas drauf ist bei dem Backfisch. Das ist die Endstation. Jetzt hier aber das Hähnchensapp genießen. Das läuft schon auseinander. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.